Okay, ich bin jetzt schon am Aufnehmen, wie ich sehe. Okay, das Turnier ist vorbei. Schön. Jetzt habe ich ja noch einen Booster. Ja, ist okay. Okay, wir wollten hier ein bisschen Pack-Opening machen. Hier neben dran sitzt Kira, die irgendwie von Kaffee Hola, Chica. wie hirnrissig Ganz ist. kurz, du musst erklären, warum ich dabei bin. Nein, warte, ich erkläre es. Und zwar hattest du bisher immer Pech, soweit ich es gesehen habe, in deinen Booster-Opening-Shits. Und ich bin einfach, zumindest in Real Life, voll der Booster-Lacker. Ich habe Ja. mir zumindest, ich habe mir letztens so Packs gekauft, einige diesen Monat, und ich hatte immer geile Sachen. Ja, du hast zum Beispiel aus einem einzigen Booster zwei EX-Karten Ja, und rausgeholt. eins davon war Mega EX. Mega Guadua EX und Bulnona EX. Ja, Mann. Oh Mann, ich bin. Also, ich habe immer Luck eigentlich, so 90%. Ja, Mann. Deswegen haben wir hier die dabei jetzt. Und Ja. jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, Auf jeden Fall 6, einiges. 7, 9, 11 Booster-Päckchen Oha! insgesamt zum Darf ich auch Öffnen. eins öffnen? Vielleicht. So, Ja. wir fangen an mit fliegende Fäuste. Wir haben davon 19. Wir machen jetzt einfach mal hier durch. Ist das, was du gerade bekommen hast? Also Ja, das habe ich falsch? aus dem Turnier jetzt bekommen. Ich habe aus dem Turnier ein Match gewonnen und das war's dann. Was Ah, denn das zweite war knapp. Das was da zweite für ein war knapp. geiler Scheiß dran? So. Alter, so ein Electek. Oh, mal ein halbwegs brauchbar. Ja, wobei, ist auch nicht viel Ich besser finde, als das das. Electek hat ein cooles Artwork. Das stimmt, das ist so Sieht so wow. Manga-mäßig aus. Okay. Was haben wir hier für eine Sternkarte? Ein Monargoras. Ich kann mir den Namen einfach so In nicht. Stern und Reverse Ich Holo. habe, glaube ich, das Pokémon habe ich, glaube ich, in Y. Habe ich EV trainiert und so einen Scheiß. Aber ich weiß, ich glaube, der Moveset ist nicht so gut. Das Mo Oh, ein Glaceola. Okay. Das ist doch schon mal War doch schon mal nice, jetzt. ganz okay, ja. Ist schon dün, dün, dün. So, XY Phantomkräfte. Okay, das war seltsam. Ja, vielleicht etwas. Oder ein bisschen. Ein Strawickel. Das habe ich noch gar nicht. Oh, das ist Nein, Artwork. habe ich, weil hier steht nicht neu. Das Artwork von Quabble ist irgendwie ganz putzig. Alter, Cleopatra, so voll. Ich liebe Ich finde, Tyrakuk. in klein sieht es immer auf den ersten Blick für mich aus wie ein Impegato, weil es gab früher eine Impegato-Karte, die eine ähnliche Artwork-Karte wie das hier, so von der Seite. Das kann sein, ich weiß es nicht. Ein Magnein. Oh, das ist irgendwie cool. Ja, zieht auch sich ab, ist für einen Phase 1 Pokémon ganz okay. So, Gibt Besseres. jetzt darfst du dieses öffnen. Ich darf einen Booster öffnen, People. Okay, ich muss hier drücken, ne? Ja. Okay, jetzt passiert das alles von selber. Ja, komm, mach mal hin hier. Aber nicht so klicken. Laukaps, Iguana, Quabbel, Dachtiere, Schlupuk, Simantu, Laternecto, Wingnau, Alter, Yanma. ich liebe Yanma. Oh, was ist die seltene Karte? Ein Pachirisu. Dieses Pachirisu habe ich letztens auch gezogen und es ist sogar selten, warum auch immer. Man müsste jetzt meinen Blick gesehen haben. Hey, immer ein seltenes. Ey, Also ich habe Pachirisu. anscheinend online keinen Booster Luck, aber in Real Life glaub Ich mir. habe online ist es noch mehr random. Wahrscheinlich. Dup, 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 dup. Die Slöturzel ist cute. Dieses Seemops, ich sterbe. Oben rechts. Ach du Shit, das sieht ja echt mega cute. Guck mal, hier ist sogar noch ein Seemops und ein Trainer. In so einem Guck mal, wie Taucheranzug. cute. Guck mal, seine kleinen Zähne. Ja, Mann. Alter, ein Barschwa. Barschwa. Ein Seemon. Ein Flamly mit Boah. Offensive-Gedöns. Das sieht mega cool aus. Was ist das Seltene? Ein Walreiser. Walreiser. Naja, gut, na gut, na gut. Wenn das aktive Punkte, dann ist das ein Kampfpunkt und es tut dieser Angriff 70 weitere Schadenspunkte zu. Oha. Bisschen speziell das Ganze. So, was machst du? Dieses Pokémon kann während eines Zugs zweimal angreifen, falls der erste Angriff das aktive Pokémon deines Gegners Kampfe mich, kannst du erneut angreifen, nachdem der Gegner ein neues Pokémon ausgewählt hat. Also du musst es quasi Wow, mit es zieht 20 ab. Klaue besiegen und dann kannst du noch mal angreifen. Ja, wow, und wirf eine Münze bei Zahl dieser Angriffe. Bullshit. Ja gut, bei anderen stärkeren Pokémon wäre das auch ein bisschen. Na gut. Das habe ich mir ausgesucht. So, Drachenleuchten. Ich mag Drachen, deswegen hole ich mir eigentlich immer Booster, wo irgendwie Drachen drauf sind. Oder die Booster-Packs Was sind. da so cooles drin? Boah, dieses Mauzi sieht einfach aus wie Miyamoto. Nee.
Alter, guck mal, hier ist so ein. Das ist die Wetterstation in Höhen, glaube ich. Das kann sein. Alter, guck mal, dieses Elektroball hier. Kabuts. Rayquaza Geistesbühnt. Skorgo. Hier ist nochmal ein Elektroball in Reverse. Du hast das nicht wirklich zweimal gezogen. Doch. Ein Galagladi X. Oder EX oder X. Mit Full Art. Ja, stimmt. Ich glaube, gegen diese Karte habe ich sogar vorhin mal gespielt. Guck mal, eine Anwesenheit bringt ein bisschen Luck. Ja, immerhin schon mal eine EX-Karte nach 1000 Boostern. Immerhin. So, noch mehr Booster, wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Spaß. Spaß. Okay, Bullshit nur. Das Arktip ist süß, aber das war's auch schon. Okay, das Tanzer vielleicht noch. So, was jetzt, was ist ein Schlappo? Hä, geh weg. Das ist so bitter. Plumpshüpfer. Ey, das ist echt bitter. Ey, das ist so schlecht. Wir vernimmt bei Zeit kann dieses Pokémon, wir werden deines nächsten Zuges nicht angreifen. Das Schlappo hat voll den Booty. Ja, ich weiß. Das ist normal. Echt? Ja. Lol. So, eine Schicksalsschmiede packen wir jetzt auf. Boah, geil, mit so einem Mega-Kadabra. Simsala. Sorry. Ich hab's auch gerade gemerkt. Ich hab's ausgesprochen, dachte mir selbst. Wie? Moment, dieses Nubbel habe ich doch schon, oder nicht? Anscheinend ja nicht. Verbogener Löffel. Verhindere alle Effekte von jeder schon Angriff, außer Schaden jeden Pokémon an, die sogar eine. Okay, geht so. Alter, Simsala, ex-Full Art. Nice. Unterdrückung. Lege auf jedes Pokémon deines Gegners an, das Energie angelegt ist, 3 Schadensmarken. Ja, okay. Es geht besser, wenn du Mega Simsala X von deiner Hand spielst, um dieses Pokémon zu entwickeln, kannst du, bevor sich entwickelt, auf das aktive Pokémon deines Gegners 2 Schadensmarken und 3 Schadensmarken von Pokémon auf der Bank. Ja, gut. Es ist also, ich finde, für ein normales X ist das ein bisschen schwach eigentlich. Aber immerhin hast du ein X. Sei froh. Turbo-Start. Ich mag diese Turbo-Booster irgendwie nicht. Oh, das ist cute. Oh, Zoa. Ah, das habe ich angeblich schon. Ich habe genau dieses Ursaring. Richtig deutscher, deutsches Dorf. Ja, Mann, so richtig, richtig München oder richtig so. Richtig so Bayern. Das Mauzi, das habe ich einfach 1000 Mal. Ja? Ja. Okay, was haben wir hier Seltenes? Oh. Hey, Zoak Turbo. Vielleicht sollte ich mein Unlichtdeck bauen. Ein Magneson. Lege ein an dieses Pokémon Elektroenergie auf deinen Ablagestapel. Beliebig oft während deines Zuges, verdammt, kannst du ein Elektro von deiner Hand an deine. Das klang irgendwie random gerade. Ei, das heißt, Elektroenergien kann nicht so viel wie möglich spielen oder wie pro Zug. Geil, dann ist das nicht so schlimm. Scheint. Darf ich das nächste Booster öffnen? Komm schon. Hier komm gut schon. Yeah! Ich reiß es auf und. Alter, so ein Giovanni. Guck mal, wie Cutie Pie das ist. Ja. Ja. Und warum habe ich gerade so viele Cutie Pie Dinger gezogen? Guck mal, was das ist. Richtig sexy Rutana hier. Du wackelst am Ding, weil du hier am Kabel dran bist. Ah, okay. Musst du vorsichtig sein. Ein Empoleon. Alter, 2 Energien, 70 abziehen. Das ist mal eine geile Sache hier. Not bad. So, jetzt bin ich hier. Eins hast du noch. 2 habe ich. Guck hier, 1. 1, 2. Warum? Eins kann ich tauschen, eins nicht. Ah, ich kann die tauschen, die wir quasi in echt gekauft haben, und die ich über die interne Währung oder so bekomme, die kann man nicht tauschen. Okay, ich verstehe. Genau, die Karten auch daraus. Ich verstehe. Halbstarke, ah ja. Aha. Das Fleckmann sieht aus, als würde es irgendwie voll einziehen lassen. Quatschutze. Alter, eine Energie 60 plus. Fast. Du kannst eine Wasserlinie von diesem Pokémon zurück auf deine Hand nehmen, wenn du das machst für diese Angriffszahlen. Ah, okay. Coole Sachen. Damit man aber da. Also 2 Energien, dann greifst du einmal an. Und Schatten sticken bis zum Ende des nächsten Zuges seines Gegners. Seht ihr das angeschaut, Pokémon spielen seine Hand, seine Ablage, schau keine 4. Ja, okay. Genau. Wenn ich eine weglege, 20. Enturon. Es glitzert nicht einmal, Mann. Das sollte scheiße. Und die gleiche. Warum sieht man das Glitzern eh kaum? Doch, sieht man. Genau, dieses Enteron will ich haben, Mann. Okay, guck, was in dem letzten Booster drin ist. Trommelwirbel. Da hätte sich Geiles drin ist, ne? Ja, ich weiß ja auch nicht. Der Booster-Luck ist echt nur Real Life. Ich kann es nicht glauben.
Oh, ich finde, das sieht schön aus. Das ist echt voll geil aus. Ein Duoclass, ein neues. Du hast das selbe Sterndu in Reverse Holo. Ja. Kampfgeist, ja, super. Die Karte wurde vorhin gegen mich eingesetzt und... Ja. Dressella. Ja. Wow. Ich bin beeindruckt. Nicht. Was ein Bullshit, Mann. Verdammt, mir fehlen 82 Chips. Das hat jetzt aber lang gedauert. Ist egal. Und dass ich ein neues Booster kaufen kann. Verdammt. Und guck mal hier, ich bin Level 2. Aha, ich bin voll der krasse Übertrainer, ja. Verstehst du? Du mit deinem Ghetto-Slang. Ja, Mann. Ghetto. So, schaut in die Videobeschreibung doch vielleicht vorbei. Da könnt ihr bei Kira auf ihren Channel gehen und beim Booster öffnen und so zugucken, sobald sie da Booster hat zum Öffnen. Oh ja, morgen kommt ein Video hoch. Also morgen heißt heute eigentlich, Freitag. Ja, weil die Sachen kommen heute an, ja. Und wenn wir das alles direkt machen, dann ist es vielleicht sogar schon... Freitag oder Samstag, also ja. Irgendwie so. Jetzt so. Die Tage quasi. Abonniert sie ja. Vielleicht, folgt ihr auf Twitter, auf Instagram, auf Pornhub, YouPorn, RedTube. Ja, was gibt's noch für Seiten? Also folgt mir oder ihr sterbt. Clips for Sale. Spaß. Die machen nur Spaß. Die Seiten gibt's gar nicht. Das ist alles frei erfunden. Genau wie dickeomas.com oder sowas. Bah. Alles klar. Wir sehen uns. Ich hoffe, es gibt die letzte Seite jetzt wirklich nicht. Jetzt, wenn jemand danach googelt, Alter. Oh. Okay, bis dahin. Ciao, Leute. Tschüssen.